für meinen Teil will hier auch stärker die Opposition einbringen. Wir sollten hier diesen neuen Stil, der angesprochen worden ist, zum Bundeskanzler ernst nehmen und nicht von dem es zum Beispiel der Rechnungshofpräsident irgendetwas im stillen Kämmerlein macht, sondern sehr transparent das Verfahren abführen und dann frei die Abgeordneten entscheiden lassen, wer in Zukunft zum Beispiel diese wichtige Aufgabe in der Republik vornehmen kann.